Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier. Wie wir alle wissen, am Anfang jeder Musiknote steht ein mechanischer Oszillator, der mit einer bestimmten Frequenz schwingt. Unsere Ohren sind also fähig, Frequenzänderungen im hörbaren Bereich wahrzunehmen und als Noten zu charakterisieren. Was unsere Ohren aber nicht unterscheiden können, ist, dass die Energie dieser Schwingung in ganzzahlige Anzahlen von Bewegungsquanten diskretisiert werden kann. Die gerade angesprochenen Bewegungsquanten, die werden von Physikern auch gerne als Phononen bezeichnet. Und in diesem Paper wird ein experimenteller Aufbau vorgestellt, der genau jene Phononen zählbar macht. Und wie die Forscher diese schwere Aufgabe bewältigt haben und was überhaupt Phononen genau sind, das schauen wir uns näher an, selbstverständlich nach dem Intro. Phonon Number Sensitive Electromechanics. So der klingende Name dieses Papers, das von Forschern aus Colorado, USA Ende letzten Jahres publiziert wurde. Mit diesem zugegebenermaßen komplizierten Versuchsaufbau, den wir uns jetzt gleich dann noch in Ruhe anschauen werden, gelang es den Forschern nämlich tatsächlich sogenannte Fock-Zustände zu kontrollieren, die durch bestimmte Phononenanzahlen charakterisiert werden. Nun, mein Fehler, ich rede schon so lange über die Phononen, ohne sie überhaupt vorgestellt zu haben. Das ändern wir jetzt gleich einmal. Fangen wir mal mit den Photonen an. Jegliche elektromagnetische Strahlung, die wir hier sehen, von Radiowellen bis hin zur Gammastrahlung, ist durch Photonen quantisiert. In einem Satz könnte man sagen, die kleinstmögliche Energiemenge elektromagnetischer Strahlung einer gewissen Frequenz, das ist ein Photon. Und in Analogie zu diesen Schwingungsquanten des elektromagnetischen Felds, der Photonen, ist ein Phonon im Wesentlichen die elementare Anregung des elastisch schwingenden Felds. Angelehnt an das Photon beschreiben jetzt eben in der Festkörperphysik Phononen eine elementare Anregung der Gitterschwingung. Musik ist dementsprechend an bosonische Quasiteilchen gekoppelt, dementsprechend dadurch auch quantisiert. Genau hier greift das heute besprochene Paper, denn hier gelang es nämlich, Fock-Zustände zu kontrollieren, die eben durch eine bestimmte Anzahl von Phononen charakterisiert sind. Und zum Zählen dieser Phononen wurde jetzt folgender Aufbau verwendet. Hier sehen wir eine falschfarbige Rasterelektronenmikroskopaufnahme eines auf zwei Elektroden befestigten mikromechanischen Oszillators. Der ist hier in Blau dargestellt. Das ganze Konstrukt bildet einen sogenannten Vacuum Gap Capacitor. Wenn wir vom Side-View drauf schauen, können wir hier die blaue Oszillationstrommel sehr gut erkennen. Vom Top-View sehen wir transparent die darunterliegenden Schichten. Im Wesentlichen ein gelber und ein grüner Bereich, zwei supraleitende Qubit-Elektroden. Hier links sehen wir noch zwei parallele Josephson-Junctions. Die können wir hier auch im Äquivalent-Schaltbild finden. Das ganze Konstrukt wird dann zusätzlich von einer Gleichstrom-Vorspannungsleitung mit VD gespeist. Beißt man jetzt dieses Produkt mit, so wie es die Forscher betrieben haben, 6 Volt, passiert jetzt Folgendes. An den beiden Capacitor-Platten oben hier und hier sammelt sich eine statische Ladung nahe der Trommel. Diese Ladung wird durch die Schwingung gezwungen, sich zusammen mit der mechanischen Bewegung der Trommel zu bewegen. Diese Bewegung entspricht dann sozusagen einer differenziell angelegten Wechselspannung über den Qubit-Elektroden und erzeugt im Wesentlichen einen Josephson-Strom durch die Verbindungsstellen. Nun, das Ganze war jetzt sehr exakt und genau besprochen. Nichtsdestotrotz, was ist das Wichtige, was nehmen wir mit nach Hause? Im Wesentlichen ist die mechanische Bewegung der Trommel transvers an den Qubit-Übergang gekoppelt. Das ist wichtig, denn in weiterer Folge ist eben genau dieses Konstrukt dieser transversen Koppelung wichtig, damit wir die Phononen auslesen können. Hier sehen wir den Qubit, schwarz, der Übergang vom Grundzustand in den angeregten Zustand bei Phononenzahl n. Rot, der Übergang mit reduzierter Phononenzahl n-1. Blau, der Übergang mit erhöhter Phononenzahl n+1. Und hier sehen wir noch die Frequenzverteilung für Grundzustand v gleich 0. Das Tolle an diesem Paper ist jetzt, dass es den Forschern gelungen ist, die Qubit-Resonanzbreite recht klein zu halten, dementsprechend den Phononen-Shift im Frequenzbereich recht groß zu gestalten und zu tunen und eben über diese beiden Komponenten zwischen klein und groß es geschafft haben, Stark-Shifts im Frequenzbild tatsächlich zu messen. Und hier sehen wir nochmals die Grundzustandsverteilung bei V gleich 0. Je nach Anzahl der Phononen im Qubit-Resonanzmuster schiebt sich dieser Grundzustandspeak, der bei n gleich 0 ist, jetzt um eine gewisse Breite nach rechts. Zum Beispiel eine Verschiebung für n gleich 1. 15 dieser Verschiebungen für n gleich 15 und für n gleich 30 könnt ihr euch vorstellen, wie viele Verschiebungen das waren. Die dazu passenden Plots im Gigahertz-Bereich können wir hier noch sehen. Bedeutet im Wesentlichen Folgendes, ich schaue mir die Änderungen des Qubit-Frequenzspektrums an, kann dadurch Rückschluss auf den Fockraumzustand gewinnen, der mir wiederum Rückschluss auf die Anzahl der Phononen im schwingenden System gibt. Das alles haben die Forscher nicht nur gemeistert, sondern auch in einem mechanischen Setup verwirklicht. Und das ist das Tolle, was dieses Paper aussagt. Nichtsdestotrotz, für diejenigen, die Phononen noch nicht kennen,
hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen Einblick, was das überhaupt ist. Für diejenigen, die es schon gekannt haben, bin mir ziemlich sicher, das ist ein recht beeindruckendes Ding, dass wir es tatsächlich mit einem mechanischen Setup geschafft haben, Phononen zu zählen. Damit verabschiede ich mich auch für diese Woche und freue mich, dass ihr dieses Mal wieder zugeschaut habt. Nächsten Sonntag geht es weiter mit einem spannenden Thema hier auf Compact Physics und bis dahin, stay compact.